Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt, gleich im Anschluss, kommt ein Interview mit Christoph von Staatenlos. Und da möchte ich euch noch kurz ein paar Worte sagen vorher, bevor das Interview anfängt, damit du auch da gut reinkommst und vielleicht auch das Richtige jetzt für dich ist. Und zwar geht es darum, was ist, wenn du auswandern willst aus Deutschland? Wie kannst du dich krankenversichern? Wie kannst du zum Beispiel Geld verdienen oder ein Unternehmen aufbauen, global gesehen und so weiter? Sowas beschäftigt er sich. Wie kannst du eine Bank, welche Bank nutzt du und so weiter? Also, welche Schritte musst du einleiten, um dich abzumelden aus Deutschland? Ist es notwendig, ja oder nein und so weiter? Was ist mit der Schulpflicht in Deutschland? Hat er auch sehr, sehr viel zu sagen dazu. Und schau dir das Interview mal an. Wir haben da so ein bisschen, auch eben weil wir ja auch ein bisschen auswandern wollen und mehr in der Welt leben wollen, als statt nur in Deutschland, haben wir uns auch bei ihm erkundigt. Und er hat sehr, sehr viel Wissen, was das angeht. Und ich kann ihn nur empfehlen, falls du das auch vorhast oder Ideen dazu suchst, dann melde dich auf jeden Fall bei ihm. Und er hat super tolle Beratungstermine. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben, das verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox alles. Und jetzt wünsche ich aber richtig viel Spaß mit dem Interview und ziehe das Beste daraus, was du rausziehen kannst. Also viel Spaß, bis dann. Tschüss. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute ein Interview für euch. Also normalerweise seid ihr ja gewohnt, Rezepte eher zu sehen oder sonst was. Heute haben wir ein Interview und das haben wir mit dem Christoph jetzt arrangiert. Und das finde ich sehr interessant. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute hier reden darf. Und auch natürlich ein paar Leuten dich vorstellen darf. Und das würde ich dir jetzt einfach gerne überlassen, dass du dich kurz mal vorstellst. Wer bist du, was machst du? Und ja, du hast das Wort, bitte. Ja, danke für die Einladung zum Interview. Ja, ich bin Christoph, ich bin ein sogenannter Perpetual Traveler. Das heißt, ich reise um die Welt, bin lange um die Welt gereist, 3 Jahre ohne festen Wohnsitz, habe in der Zeit über 80 verschiedene Länder besucht, mich jetzt mittlerweile niedergelassen in Panama. Das heißt, ich bin ausgewandert nach Panama, aber dort mein Wohnsitz. Und steuere quasi von dort aus mein Unternehmen weltweit, bin Berater, ich helfe Menschen dabei, quasi weltweit freier zu leben, in verschiedensten Aspekten ihres Lebens. Es geht darum, sich einfach abzumelden, aus dem System auszusteigen, entweder fest in ein neues Land auszuwandern oder eben auf Dauerreise zu gehen, nicht so intensiv wie ich vielleicht auch langsamer, alle 2-3 Monate den Standort wechseln und was eben dabei alles zu beachten ist, die ganze Bürokratie, wo gründe ich ein Unternehmen, wo öffne ich ein Bankkonto, wie ist das mit der Krankenversicherung? Was ist alles sonst noch zu beachten? Das sind alles die Themen, mit denen ich mich bald beschäftige und wo ich Leute eben weiterhelfe. Ah, okay. Also da hast du dich quasi spezialisiert. Also du weißt, da kennst dich ziemlich genau aus. Ist ja ein sehr großes Feld, also global gesehen jetzt. Aber du hast dich da spezialisiert und kennst dich da bestens mit aus. Genau. Ich sag mal so, ich bin kein Anwalt oder Steuerberater. Ja. Ich habe Verwaltungswissenschaften studiert und habe mich schon sehr lange, sag ich mal, mit diesen Themen beschäftigt, aus eigener Hand, weil seit über 5 bis 6 Jahren, mache das, was ich jetzt mache, seit ca. 2 Jahren auf meinem Blog staatenlos.ch. Und ich sage quasi, wenn ihr jetzt irgendwie einen Steuerberater habt und da hingeht, der kennt sich aus in einem Land, zu 99% weiß er Bescheid. Der weiß wahrscheinlich nur in einem Land Bescheid und weiß nicht in dem Land Bescheid, wo es euch vielleicht hinzieht. Was ich mache ist hingegen, ich weiß in allen Ländern der Welt 90% Bescheid. Bei allen, wo ich 99% Bescheid werden, sage ich mal, sitzen muss, da habe ich meine Partneranwälte. Da habe ich in dem Land meinen Partneranwalt sitzen, dann rufe ich den an oder verbinde den mit euch und der kann euch dort das Unternehmen gründen, ein Konto besorgen, euch bei der Anmeldung helfen und so weiter. Also ich bin quasi so eine Art Aggregator. Ich biete sehr viele Sachen an, ich weiß genau Bescheid, was ist und kann eben dann auch, sage ich mal, die Wechselbeziehungen zwischen den Ländern, das, worauf es am Ende wirklich ankommt, eben, sage ich mal, sehr gut gestalten. Okay, sehr gut. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt zusammengekommen sind. Wir sind ja jetzt so in einem Bereich, oder wo wir einfach sagen, wir möchten jetzt ein bisschen uns vergrößern im Sinne von der Welt. Also wir wollen die Welt auch bereisen, wir wollen eben auch außerhalb von Deutschland sein. Zum Beispiel jetzt akut wollen wir demnächst auf die Kanaren fliegen und dort leben. Deswegen haben wir dich ja auch kontaktiert und da kannst du uns ja, oder hast uns sehr, sehr gut beraten und weißt, wie das am besten funktioniert. Würdest du sagen, so digitale Nomadentum gibt es ja jetzt immer mehr. Also würdest du sagen, da kannst du wirklich eingreifen und wirklich helfen, jemand, der jetzt eben auch viel rumreist, so wie du im Prinzip, den da optimal zu beraten, also dass der auch eine Krankenversicherung hat. Das hast du ja gerade schon gesagt, dass du das machst, aber ist er dann quasi... Genau. Ich habe mich gerade auch, sag ich mal, auf digitale Nomaden spezialisiert, an Leute, die quasi ein Online-Business haben, die Freelancer sind, selbstständig irgendwie Geld verdienen, nicht unbedingt in Deutschland leben möchten, das eben weltweit tun möchten und das auch weltweit tun können. Ich habe mich genau auf diese Leute spezialisiert, berate vor allem Leute, die eben kleiner sind, die jetzt nicht irgendwie ein paar hunderttausend Euro Umsatz haben, sondern die teilweise auch Leute, die eben gerade erst anfangen, ja, die überhaupt noch nichts haben,
die vielleicht 1.000 im Monat verdienen. Und die kommen alle zu mir, weil ich mich natürlich auch mit ihrer persönlichen Situation beschäftige, auch mit allen, sag ich mal, Dingen, die so ein Online-Business ausmachen. Wenn es zu einem Anwalt geht, vielleicht hat der Anwalt noch nie von PayPal gehört, von Digistore gehört, von anderen Diensten gehört, die irgendwie für einen wichtig sind. Und natürlich kommt es extrem darauf an, weil es in vielen Ländern der Welt zum Beispiel kein PayPal gibt oder Digistore nicht möglich ist und so weiter. Also wenn man irgendwas gründet im Ausland, irgendwas macht, dann kommt es ja nicht nur auf die ganzen steuerlichen Sachen an, das kommt auf das gesamte Ökosystem an, alles, was man so eben als Unternehmer im Internet nutzen muss, nutzen kann und so weiter. Und da, sag ich mal, bin ich eben sehr spezialisiert auf die digitalen Nomaden, auf das Online-Business, auf die Leute eben, die zu mir kommen und auch so ein bisschen aus dem System aussteigen. Ein großes Thema zum Beispiel für mich ist das Thema Schulpflicht. Hier hatte ich immer sehr viele Anfragen von Familien, die zum Beispiel ihre Kinder in Deutschland nicht in die Schule stecken wollen, und deshalb eben einfach auch gezwungen sind, quasi auszuwandern, rumzureisen, ihre Kinder frei lernen zu lassen und so weiter. Das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, den ich interessant Also finde. da hast du auch Kenntnisse, wo man zum Beispiel nicht unbedingt die Kinder in die Schule stecken muss und welches Land da Genau, eben günstig ist. das ist ein großes Thema gerade in Deutschland. Das ist Ja. gerade viele junge Familien, die ich kenne, für die ist das auch sehr wichtig. Und da bin ich auch so ein bisschen, sag ich mal, Fluchthelfer. Okay, ja. Ja, das ist selbst bei uns, wir machen auch uns viele Gedanken drüber und finde ich auch sehr interessant und das ist gut. Also du bist quasi so ein bisschen am Zahn der Zeit. Du bist jetzt nicht so ein eingesessener Steuerberater, wie es in Deutschland manchmal so ist, dass der einfach nicht genau weiß, jetzt, ja, die neuen Sachen kenne ich mich noch nicht so aus. Ja, genau. Ich bin im Internet aufgewachsen, ich kenne mich da aus und ich mache natürlich auch sehr viel, sag ich mal, an alternativen Sachen, die heute fast keiner macht. Zum Beispiel Thema Kryptowährung, Thema Bitcoin. Da kenne ich mich sehr gut aus, da mache ich selbst sehr viel drüber. Dort gebe ich auch Seminare drüber. Ich bin halt einfach, sag ich mal, was die neuesten Technologien angeht, natürlich sehr fit und weiß genau, was man nutzen kann, um, sag ich mal, seine eigene Freiheit zu vergrößern. Vielleicht kurz zu dem Hintergrund. Ich berate digitale Nomaden, aber ich berate zum Beispiel auch irgendwie Unternehmer, die in Deutschland sitzen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, die zum Beispiel im Ausland ein Unternehmen gründen wollen. Generell sage ich, es gibt die sogenannte Flaggentheorie. Das ist das quasi, wonach ich berate. Das heißt einfach, der normale, du vielleicht auch als Zuhörer, hast irgendwie alles in Deutschland. Dein Konto ist in Deutschland, dein Unternehmen ist in Deutschland, deine Versicherung ist in Deutschland, alles ist in Deutschland. Und ich sage eben, das muss nicht sein. Wir leben in einer globalen Welt. Wir fühlen uns vielleicht keinem Staat wirklich zugehörig. Deshalb, warum haben wir nicht das eine in dem Land, das andere in dem Land? Ich zum Beispiel habe jetzt meinen Wohnsitz in Panama, verbringe dort auch eine gewisse Zeit im Jahr. Ich habe meine Firma in Dubai, ein Geschäftskonto habe in Litauen und noch eins in Hongkong. Ich habe meine Server in Island, meine Versicherung in Amerika und so weiter und so fort. Also du kannst quasi fast alle Dienstleistungen, die du irgendwie in Anspruch nimmst, irgendwie global auf der Welt quasi haben. Einfach dort, wo du quasi am besten behandelt wirst. Ja. In Deutschland wirst du nicht überall sehr gut behandelt, in manchen Aspekten des Lebens schon, aber in manchen Aspekten des Lebens eben nicht. Und deshalb, sag ich mal, verteilst du es einfach dort auf der Welt, wo es dir vielleicht die meisten Vorteile bietet, wo du am wenigsten Stress damit hast. Okay, ja, das ging sehr gut. Du hast gerade nochmal, würde ich gerne darauf eingehen, Steuern. Da hast du natürlich dann auch das beste Wissen sozusagen, welches Land welche Steuern und so hat. Weil wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich wandere aus und kenne da die ganze Situation nicht, hast du natürlich dann am besten, weißt du, wie man da sich eben einordnet, sagen wir mal, staatlich Ja, gesehen. genau. Also den meisten Leuten geht's ja gar nicht so sehr um die Steuer. Ich hätte auch kein Problem, 10 bis 20% zu zahlen. Mache ich eigentlich auch, nämlich indirekt über Umsatzsteuern, Alkoholsteuern, was auch immer, ja. Bloß, sag ich mal, was den meisten Leuten, ich denke auch für euch, eben wichtig ist, ist dieses Ganze, was damit zusammenhängt. Die ganze Buchhaltung, die Belegaufbewahrung, dann irgendwelche Steuerprüfer, die versuchen, auf jeden Fall irgendeinen Fehler zu finden, weil sie es ja selbst irgendwie finanzieren müssen oder eine Daseinsberechtigung geben müssen. Das ist halt gerade in Deutschland extrem. Da kann ich sehr gut verstehen, dass viele Unternehmer sagen, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Warum gründen wir nicht einfach ein Unternehmen in einem Land, wo wir überhaupt keine Buchhaltung haben? Okay, ja, sehr gut. Ich finde es gut, dass du da dich so genau auskennst, weil ich glaube, das braucht es in dieser Zeit und ich glaube auch, dass wir global ja immer mehr zusammenwachsen und es ist nur natürlich, dass man einfach sagt, ich gehe dahin, wie du gerade gesagt hast, wo ich am besten behandelt werde und das finde ich sehr erstrebenswert. Also. Ja, ich sag mal, Staaten, man sollte einfach sehen, Staaten stehen natürlich auch in einem gewissen Wettbewerb zueinander und manche behandeln die Bürger halt als Untertan, die nehmen sie ordentlich aus, und freuen sich dann, wenn sie wiedergewählt werden. Andere Staaten hingegen, sind, sag ich mal, mehr dienstleistungsorientiert. Die bieten halt ihren Bürgern einen Service, dafür können sie auch völlig gerechtfertigt eine gewisse Steuer verlangen.
Aber dort können die Bürger dann eben auch ihre Träume verwirklichen und dann ein gutes Leben führen. Das ist sicherlich auch in Deutschland zu gewissem Maßen möglich. Aber gerade als Unternehmer wird einem in Deutschland doch relativ viele Steine in den Weg gelegt. Ich sage immer so ein bisschen den Spruch, in Deutschland als Unternehmer, erst bemitleiden sie dich, dann beneiden sie dich und in der Zwischenzeit, ja, nehmen sie dich ordentlich aus, ja. Okay, ja. Ja, leider, leider vielleicht wahr. Und du gibst auch Seminare, du bist auch vor Ort immer in Städten unterwegs. Ja, genau. Also was ich quasi mache, ist, ich bin relativ selten in Deutschland. Wie gesagt, ich reise sehr viel, auch aus dem Grund, weil ich mir natürlich lokal in verschiedensten Ländern dann die Möglichkeiten anschaue. Das heißt, treffe mich mal mit dem Anwalt, gehe mal in die Bank, schaue, ob man da ein Konto öffnen kann und so weiter. Was ich mache, ist die Beratung. Das mache ich meistens online, jetzt über Skype, über Video. Aber teilweise, wenn ich mal in Deutschland bin, da bin ich nur 4 bis 5 Wochen im Jahr, eben auch persönlich. Was ich mache, sind Seminare. Mache Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz, teilweise auch im Ausland, im Meer zum Beispiel jetzt in Mallorca. Was ich noch eben mache, ich schreibe Bücher, Videokurse, mache Webinare, das kann man quasi alles auf meinem Blog startmus.ch nachlesen. Verschiedenste Dienstleistungen, die ich anbiete, kann zum Beispiel ein Impressum mieten, unter gewissen, sag ich mal, Voraussetzungen und viele weitere, sag ich mal, Dienstleistungen annehmen, irgendwas zu internationalisieren. Darum geht es mir, sich eben globaler aufzustellen. Okay, kann man bei dir sagen, das, was du machst, ist gerne gesehen? Also das ist ein Job, der anerkannt ist und ja, gerne gesehen ist? Oder bist du da eher so ein, vielleicht auch ein Dorn im Auge von manchen Leuten? Ja, ich sage mal, ich bin ein Coach, der natürlich in Sachen coacht, die für viele Leute natürlich, sag ich mal, sehr viel Wissen erfordern, was einfach, sag ich mal, ein Bereich ist, der teilweise auch reguliert ist, der, sag ich mal, von Anwälten, von Steuerberatern, von vielen weiteren Beratern geschnitten wird. Also ich bin quasi Unternehmensberater, aber also gerade das, was ich mache, mein Blog heißt Staatenlos, ist natürlich vom Staat her gesehen nicht so populär. Das heißt, ich richte mich natürlich schon an, sag ich mal, eher systemkritische Leute. Und wenn ich jetzt mit irgendwie Leuten spreche, die Beamte sind, die Politiker sind, die irgendwie vom Staat abhängig sind, da habe ich natürlich teilweise sehr starke Gegenwehrreaktionen. Ja, ich selbst bin seit quasi 6 Jahren, sag ich mal, auch politisch eben in der Ecke. Ich bin sehr anarchistisch geprägt. Ich mache mir nichts draus. Für mich ist es quasi auch eine ethisch motivierte Entscheidung, so zu leben, wie ich es tue. Weil ich zum Beispiel auch einfach sage, ich zahle keine Steuern an einen Staat, der quasi andere Länder mit anderen Ländern im Krieg ist, also Kriege finanziert, gewisse andere Dinge finanziert, die ich einfach nicht mit meinem Gewissen in Einklang bringen kann. Das ist also durchaus noch eine ethisch motivierte Entscheidung, so zu leben, wie ich es mache, und eben auch Leuten zu helfen, sag ich mal, einen Staat, wie er gerade ist, in Deutschland zu verlassen. Also durchaus, du bist dafür, dass du durchaus ein Staat für die Bürger da sein sollte mit dem Geld, was man an Steuern zahlt und das wieder quasi in die Bürger steckt und nicht in irgendwelche Sachen, die man nicht so gut findet, wie zum Beispiel Krieg, wie du gerade angesprochen hast und so weiter. Zum Beispiel. Ich bin generell kein großer Freund des Staates, aber es hat natürlich eine gewisse Daseinsberechtigung in einigen, sag ich mal, Faktoren. Das kann man weit und breit diskutieren. Ich denke, das geht jetzt über dieses Interview hinaus. Aber wir leben einfach in einer Welt mit Staat und die können wir jetzt auch nicht einfach so loswerden. Aber ich glaube, langfristig, auch durch neue Technologien, durch einfach eine Bewusstseinsänderung in den Köpfen vieler Menschen, ist es möglich, auch, sag ich mal, andere Formen des Zusammenlebens zu finden. Okay, mir fällt jetzt noch eine Sache dazu ein, Stichwort global und so weiter. Man hört ja immer wieder dieses TTIP. Ist das was, was du auch befürwortest, weil das ja auch quasi Grenzen öffnet, was die Firmen betrifft? Oder ist das eher was, wo du sagst, da sollte man vorsichtig sein, oder? Ja, TTIP ist eine gute Frage, die du da anschneidest. TTIP ist ja eigentlich ein Freihandelsabkommen. Und generell finde ich Freihandelsabkommen toll. Ich finde es toll, wenn Grenzen geöffnet werden, wenn, sag ich mal, Güterverkehr möglich ist, wenn auch Menschenverkehr möglich ist, also Menschen frei über Grenzen gehen können. Dieses ganze Konzept mit den Pässen, was wir jetzt haben, ist ja relativ neu. Vor 100 Jahren gab es keine Pässe. Da konnte jeder Mensch in jedes Land der Welt quasi ungehindert einreisen. Ich würde mich wünschen, dass sowas auch in Zukunft möglich ist. Natürlich muss man vieles beachten, aber was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, dass auch sehr viele Menschen aus ärmeren Ländern kommen, ist dann vor allem vielleicht auch schlechten Anreizen geschuldet. Ja? Deutschland gibt es eben viel Geld für nichts, schlechter Anreiz, deshalb kommen natürlich die Leute. Anderen Ländern wiederum haben niedrige Steuern.
Und das ergeben eben Leute, die, sag ich mal, Unternehmer sind, die, sag ich mal, natürlich nicht irgendwie soziale Leistungen beziehen wollen, gehen natürlich in diese Länder, weil sie dort keine Steuern zahlen. Quasi, das verschiebt sich einfach. Ich bin quasi auch Schleuser. Ich helfe bloß nicht Flüchtlingen nach Deutschland zu kommen, ich helfe deutschen Flüchtlingen in andere Länder zu gehen, sozusagen. Ja. Was jetzt uns zu Tefl zurückführt, generell finde ich alles mit Freihandel zu tun hat toll, aber Tefl ist jetzt einfach ein Sondervertrag. Der gewährt Unternehmen so viele Sonderrechte aus bestimmten Ländern und das hat nichts mehr mit Freihandel zu tun. Das ist einfach nur noch Regulierung und Bevorteilung und so weiter. Und deshalb lehne ich persönlich Tefl ab. Okay, gut. Okay, das klingt alles sehr interessant. Ich würde jetzt einfach noch kurz vielleicht zum Schluss sagen, alle, die jetzt quasi so frei sind, dass sie quasi theoretisch auch in einem anderen Land sich aufhalten wollen würden oder sowas, für die ist das was, was du machst? Oder kann man jetzt auch sagen, wenn ich in Deutschland lebe, kann ich da noch Verbesserungen durchführen, die du mir sagen kannst sozusagen? Ja, genau. Also ich richte mich natürlich vornehmend an Auswanderer oder an Leute, die viel reisen wollen, die sich abmelden wollen, aber natürlich auch an Deutsche, die hier nochmal bleiben wollen oder zumindest kurzfristig bleiben müssen, weil sie vielleicht auch noch Verpflichtungen haben, weil sie hier irgendwie ihren Firmen noch nicht aufgeben können, weil sie hier noch Familie haben, die von irgendwie aus welchem Grund auch immer nicht weg können. Ich habe eben diese Flaggentheorie genannt. Diese Flaggentheorie kann man natürlich auch mit deutschem Wohnsitz umsetzen. Das ist deutlich schwieriger. In Deutschland ist zum Beispiel sehr schwierig, ein Auslandsunternehmen zu gründen. Einfach weil es sehr viele Gesetze dagegen gibt. Das ist dann oft erst ab gewissen Gewinnen möglich. Und man kann natürlich einfach ein Bankkonto in einem anderen Land haben, ohne Probleme. Man kann gewisse andere Strukturen in andere Länder auslagern, ohne Probleme, völlig legal aus Deutschland heraus. Und dabei kann ich natürlich auch helfen. Klingt alles sehr gut und ich kann es ja auch nur aus meiner eigenen Erfahrung jetzt sagen mit dir, uns hast du ja auch geholfen, wie wir jetzt eben vorgehen können, indem wir eben auch sagen, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Land, an das wir gebunden sind, wir können auch in anderen Ländern leben, kennen uns aber nicht sehr gut aus und da warst du jetzt für uns eine sehr große Hilfe und ich kann dich jedem empfehlen, der auch in diese Richtung denkt, vielleicht rauszugehen, dich zu kontaktieren, denn du hast da echt das Know-how einfach. Genau, also wenn ich kontaktieren möchte, ich habe meinen Blog, da kann man sehr viel lesen, sehr viel Wissen eben erfahren, kostenlos, Christoph, wie gesagt, mein Blog heißt staatenlos.ch, also Schweizer Domain.ch, staatenlos, und dort kann man, sag ich mal, sich durchlesen, mich kontaktieren, da sind alle Kontaktdaten vermerkt, jederzeit mir eine E-Mail schreiben, mich auf Facebook adden, auf meinen Social-Media-Kanälen und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Vielleicht kann ich euch auch behilflich sein, ein freieres Leben zu führen. Genau. Ich würde sagen, ich verlinke das auch alles unten jetzt in der Infobox. Das können dann die Leute auch nochmal nachlesen, falls sie jetzt irgendwie nicht so schnell mitgekommen sind. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, super cool, dass du das Interview mit mir gemacht hast. Ich freue mich immer sehr, Menschen was vorzustellen auf unserem Kanal, was hilfreich ist in dieser Welt. Ich finde auch, wir haben Fairtrade-Klamotten haben wir vorgestellt und so weiter. Ich möchte immer auf dem Kanal was bringen, wo ich selbst denke, das ist was Gutes in der Welt und das müssen wir auf jeden Fall irgendwie mehr Leuten zugänglich machen, damit die eben auch verstehen, ah ja, ich muss nicht die ganze Zeit immer nur in die eine Richtung denken, da drüben ist vielleicht noch was anderes, was auch funktioniert. Genau, es gibt Alternativen und es liegt einfach daran, sich mit denen zu beschäftigen und dann vielleicht auch für das eigene Leben Ja. umzusetzen und es kann dann viel Gutes passieren. Deswegen freue ich mich, dass du heute mit mir im Interview warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich von dir wieder zu hören und ich denke, wir werden auch in Zukunft noch viel von dir hören und wir sehen uns bald wieder, ne? Oder Ja, das wir denke ich auch. Bis bald. mach's gut, tschüss.